Hallo meine Freunde, ich bin's wie immer, euer Gunshot und ja, wir sind mal wieder in meinen Gefilden, in meinem Casa und überhaupt. Ja, in diesem Video wollte ich mal wieder ein wenig mit euch quatschen, da ihr in letzter Zeit natürlich hauptsächlich immer nur Gameplay-Material oder Sachen zu Escape from Tarkov gesehen habt, wo wir uns nicht wirklich direkt unterhalten haben. Was ich im Endeffekt jetzt hier so mal wieder ein bisschen angreifen will, weil ich ja natürlich auch mit euch als Community mal kommunizieren will, um auch ein bisschen rauszuhören, was genau denn bei euch so los ist, beziehungsweise um euch natürlich auch zu sagen, was bei mir gerade so abgeht und den Lauf der Dinge, also eigentlich bloß mal so ein Informationsvideo. Ja, meine Freunde, derzeit haben wir Urlaubszeitraum. Ich hatte meinen Urlaub im Endeffekt schon, habe leider das schlechte Wetter erwischt gehabt und jetzt kommt das Gute. So ist es halt, ne? Shit happens, wie sagt man in Deutschland so schön. Wenn du schönes Wetter haben willst, musst du wegfliehen im Urlaub, ansonsten wird es nicht. Aber jetzt wird es ja gut und die Wochenenden können wir im Endeffekt ja trotzdem nutzen. Von daher möchte ich das natürlich auch tun. Und das ist jetzt so ein bisschen was zu meinem privaten Gefilde. Ich bin dann im Endeffekt natürlich etwas mehr auch mit meinem Motorrad unterwegs. Und dadurch ist natürlich jetzt erstmal, liebe Freunde, die Zahl von meinen Videos etwas geschrumpft. Das ist jetzt einfach der Sommerzeitraum, Leute. Ich meine, bei dem Wetter, da seid ihr doch auch draußen. Ich meine, da muss ich auch raus. Gerade meinem Hund möchte ich das natürlich auch nicht antun, bei dem Wetter die ganze Zeit in der Bude zu klocken. Da hat der auch mal das Recht verdient, an den See zu gehen und so. Ne? Kennt ihr, wie ist das? Ja, auf jeden Fall bin ich natürlich trotzdem immer noch weiterhin am Zocken, gerade abends nach der Arbeit zum Beispiel, denn ist ja eh dunkel draußen, von daher geht das dann. Und ihr seht es ja auch in den Rook Moments und ja, zu dem Kram, den ich natürlich auch von Escape from Tarkov noch irgendwie kriege. Ich warte immer gespannt, dass ich euch da wieder Neues liefern kann, aber zurzeit, ja, läuft halt immer noch die Closed Alpha und es ist sehr ruhig. Im Endeffekt so drumherum geworden, bis auf das, was auf der Gamescom gesagt wurde und ich darf euch halt nicht großartig was dazu erzählen. Deswegen nutze ich im Endeffekt hier so ein bisschen die Möglichkeit, das Video zu nutzen, damit ihr mir überhaupt erstmal irgendwas, damit ihr mir überhaupt erstmal Fragen stellen könnt. Ja, also hier ist an euch so das ein bisschen gerichtet. Natürlich, gerade was The Division angeht oder Escape from Tarkov oder sonst irgendetwas. Gerade auch was meinen Kanal angeht, zukünftige Projekte oder sonst irgendwas. Wenn ihr Fragen habt, nutzt dieses Video einfach unten ab in die Comments. Stellt eure Fragen, gerade was euch irgendwo beschäftigt oder sonst irgendwas. Da kann ich mal wieder ein bisschen mit euch kommunizieren. Was fehlt euch? Was liked ihr? Was auch immer. Einfach mal aktiv in die Comments. Ich möchte mich einfach mal aktiv mit euch unterhalten und dass wir da mal ein bisschen Konversation reinbringen. Ne? Ich muss mich auch natürlich ein bisschen auf euch einspielen. Wie gesagt, das mit den Videos wird sicherlich bald auch wieder mehr, weil das Wetter wird sich nicht ewig so gut halten und von daher kommt da wieder die Regelmäßigkeit rein. Aber ich denke, zwei Videos die Woche sind noch zu verkraften. Ich möchte halt einfach auch keinen Bullshit abliefern und deswegen denke ich, könnt ihr das vielleicht etwas verschmerzen. I hope so. Ja, eine Frage hat mich jetzt auch zum Beispiel erreicht, die ich im Endeffekt jetzt hier auch einfach nochmal sagen möchte. Es wird ja immer noch gesagt von den Entwicklern zu Escape from Tarkov jetzt, wenn ihr die Edge of Darkness Edition, die Limited Edition im Endeffekt, kauft. Oder halt eine Edition, die die Chance darauf hat, an der Alpha teilzunehmen, dann solltet ihr die kaufen und die kriegt sofortigen oder beziehungsweise sobald es bearbeitet wurde, Zugang zur Closed Alpha. Das ist soweit wohl noch aktuell. Ich habe zumindest noch Zugang dazu, also ich selber zur Alpha, deswegen denke ich mal, dass auch für euch dann noch der Zugang freigeschaltet wird. Wie lang genau jetzt die Closed Alpha oder der Zeitraum des Spielbaren sich jetzt noch halten soll, weiß ich selber leider nicht. Ich konnte es im Endeffekt auch nicht rauslesen. Ich habe das Forum ein bisschen studiert und geguckt, ob da jemand irgendwas Genaues zu sagt. Habe nichts gefunden. Von daher freuen wir uns einfach drüber, dass wir da noch weiter zocken können. Ich mag das, ich liebe das. Schön, wenn ich da immer schön weiter suchten kann. Aber wie gesagt, wäre trotzdem schön, damit ich mich darauf einstellen kann. Nicht, dass ich irgendwann so sage, ja Mensch, hier Sonntag zocke ich nochmal und dann ist Sonntag auf einmal alles unten. Ja, das wäre scheiße. Ja, meine Freunde, an sich werde ich auch nochmal gefragt, ob ich The Division immer noch empfehlen würde. Natürlich, ich suchte das Spiel total gerne. Und wie gesagt, an diesem Punkt möchte ich nur nochmal sagen, dass The Division in der Gruppe Spaß macht. Also solo würde ich jetzt einem nicht unbedingt empfehlen, The Division zu kaufen. Solo hat natürlich The Division auch seine Vorzüge oder beziehungsweise seine Stärken, aber ich denke doch,
Das Gruppenbasierende ist in The Division wesentlich stärker vertreten, gerade in der Dark Zone als Gruppe zu agieren oder halt die Incursions zu machen, Missionen zu erfüllen oder einfach nur rumzudümpeln mit seinen Kumpels, mit seinen Freunden. Also würde ich definitiv Leuten, die gemeinsam das Spiel spielen wollen, das auf jeden Fall empfehlen. Es macht übel Laune und ich denke, einen Eindruck dazu könnt ihr euch im Endeffekt ja selber schon mal holen anhand der ganzen Videos, die mittlerweile im Internet kursieren, und da sieht man doch eigentlich schon, ob einem das so ein bisschen liegt. Wie gesagt, hauptsächlich denke ich, werden hier Gruppenspieler angesprochen. Die Solospieler selbst sind halt mit dem PvE, etwas leicht bedient nur. Und im PvP ist es einfach nötig, auch in Gruppen zu spielen. Natürlich habe ich meine Solo-Parts bei den Rogue Moments, aber es macht einfach mehr Laune, wenn man sich halt mit mehreren absprechen kann. Es kommen lustige Momente zusammen. Und beim Solo-Part ist doch der Frustfaktor meistens schon relativ hoch, weil man einfach natürlich auf 4 Gegner treffen kann, die ungefähr gleich gut sind. Und dann hat man einfach keine Chance, einfach wenn man sagt, 4 Ultis. Ich meine Leute, 4 Ultis, die als Schutzulti ziehen können, was wollt ihr da machen, wenn die aktiv haben? Das ist eigentlich kein Durchkommen, da könnt ihr noch so gut sein. Natürlich gibt es ein paar Glücksmomente, aber in der Regel werdet ihr einfach bloß weggehauen. Von daher, wie gesagt, würde ich trotzdem das natürlich empfehlen. Wie gesagt, gruppenbasierten Spielern, ich feiere das Game immer noch. Und deswegen lasst euch da nicht lumpen, keine Angst vorm Kauf. Und ich denke, mittlerweile ist The Division ja auch in den einigen Game Key Stores wesentlich billiger geworden als damals. Und ich denke, da kann man nicht mehr so viel falsch machen. Ja, zu der Alpha von Escape from Tarkov darf ich, wie gesagt, ja nichts sagen. Ich sage euch bloß, geil. Also ich bin begeistert. Mehr darf ich nicht sagen dazu. Und ich sage auf jeden Fall jedem, der die Alpha nicht gespielt hat, seht zu, dass ihr die Beta spielen könnt. Seht einfach wirklich zu, dass ihr die Beta spielen könnt, weil ich denke, wenn die da noch weiter aufstocken, dann lohnt sich das sowas von allemal. Also jeder, der das Spielprinzip so ein bisschen mitverfolgt hat, die Videos, die Grafik, die Mechanik in dem Ganzen und das auch nur ansatzweise gut fand, der wird es lieben, wenn er es selber spielt, wirklich. Also ich habe wirklich viele Momente, die Momente der Angst, das klingt jetzt ein bisschen doof, die Momente der Angst, die klingen nicht ab. Ich erschrecke mich immer wieder, wenn ein Gegner auftaucht. Dieses Gelaber auf Russisch, was denn da um die Ecke kommt. Man weiß nicht woher. Eben gerade links hast du noch Steps gehört. Bisschen Kies, das durch das Stoppen vom Körper im Endeffekt aufgerieben wurde, was ihr gehört habt. So links, auf einmal rechts wieder eine Stimme. Wo guckt ihr zuerst hin? Selbst wenn man sich sicher fühlt, auf einmal habt ihr die nächste Ladung Schrot im Gesicht. Ich sag's euch, also wirklich, das hat mich echt geflasht. Das waren so ein bisschen so diese Anfänge von DayZ, wenn man so möchte. Bei DayZ habe ich das am Anfang auch gehabt. Man hat sich nie sicher gefühlt und so weiter. Und dort, wirklich, bis ich spiele das ja jetzt nun seit die Closed Alpha, die zweite Welle gestartet ist, bin ich ja mit dabei. Und es ist bis jetzt immer noch so. Ich scheiß mich jedes Mal ein. Natürlich auch, weil ich meinen ganzen Loot immer wieder verlieren kann. Und ich möchte natürlich auch mal high-equipped in die Raids gehen. Von daher, ne, ist immer dieser Frustfaktor oder dieser Angstfaktor da. Scheiße, ich könnte verlieren, ich könnte draufgehen. Ja, Leute, ich will ausschweifen. Ich darf nicht zu viel erzählen. Bitte verzeiht es mir. Ich habe ein bisschen Eindruck vermitteln wollen. Ich hoffe, ich habe das ganz gut hingekriegt. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, zur Beta oder euch den Beta-Key irgendwie zu besorgen oder noch eine Version bis dahin, die Beta mit einschließt, Leute, tut es einfach. Wenn ihr das Spiel jetzt schon an sich gut findet und euch einfach nur noch vom Spielerischen überzeugen wollt, das wird euch definitiv nicht enttäuschen. Das kann ich sagen. Also zumindest mich hat das nicht enttäuscht und viele andere YouTuber auch nicht. Oder wenn man in den Foren das nachliest oder auf der Facebook-Seite oder sonst irgendwas. Ich habe nichts gelesen, dass irgendjemand stark von irgendwas enttäuscht war oder sonst irgendwas. Also die Alpha hat wirklich so mit das gehalten, was ich mir selber vorgestellt habe. Und das ist schon mal einiges wert, weil ich das wirklich noch nicht bei vielen Alphas erlebt habe. Ja, liebe Leute, was kann ich euch jetzt natürlich sagen, was auf meinem Kanal jetzt noch so passiert? Also ich warte natürlich noch so ein bisschen Battlefield 1 ab. Das möchte ich natürlich auch zocken. Ich mache da aber keinen Hype drum. Ich zocke das nebenher, wie ich das bei Battlefield immer gemacht habe. Das ist nicht kein Lückenfüller. Leute, Battlefield ist total geil, aber ich spiele es halt mehr nebenher, weil bei Battlefield das Coole an der ganzen Sache ist, man muss wirklich nicht so viel Zeit investieren. Man kann auch einfach mal so eine Runde zocken mit Kumpels,
über eine Stunde oder anderthalb und hat trotzdem echt Fun dran. Das finde ich bei Battlefield so geil. Das ist halt so dieses schnelle Game-Feeling, ohne sich großartig was aufbauen zu müssen. Und da werde ich auf jeden Fall auch natürlich noch mit ran. Und was zwischendurch noch für Spiele kommen, die mich dann interessieren, erfahrt ihr natürlich als erstes. Das werde ich dann rechtzeitig ankündigen oder ihr seht das halt direkt im Kanal, wenn ich denn ein Video dazu hochlade. Ich entscheide das immer sehr spontan. Mich muss das Spiel einfach bloß mitreißen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch ja dann auch gefällt. Von daher, ne, warten wir es einfach mal ab. Jetzt wird es natürlich erstmal weiterlaufen mit The Division Videos. Wie gesagt, was ihr da noch gerne hättet, vermisst, wie auch immer, schreibt es mir in die Comments. Ich werde natürlich zusehen, dass ich das irgendwie umsetze. Bei Escape from Tarkov gebe ich mein Möglichstes, um euch immer über alle Neuigkeiten natürlich auf dem Laufenden zu halten. Also sobald was rauskommt, erfahrt ihr das mit als erstes. Ich wollte einfach mal wieder ein bisschen mit euch quatschen. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr eine angenehme Woche hattet. Hattet ihr auch Urlaub oder nicht? Oder was immer. Haut es mir mal in die Comments, wie war euer Urlaub? Habt ihr ein bisschen gutes Wetter in Deutschland abbekommen? Und wie habt ihr es verbracht? Ja, und zockt ihr jetzt auch weniger bei dem guten Wetter oder seid ihr wirklich so, pass auf, ich gehe in meinen Keller und da mache ich ganz viel mit meinem PC. Da habe ich Ruhe, da scheint die Sonne nicht. Also Leute, wie gesagt, was habt ihr so getrieben die letzte Zeit? Haut es mir einfach in die Comments, ich will ein bisschen Smalltalk mit euch. Und ich dachte, dafür eignet es sich, wenn wir uns so Auge in Auge und so, ne, unterhalten. Und damit, meine Freunde, verabschiede ich mich auch erstmal und wünsche euch wie immer was. Euer Gunshot.